Ein herzliches Willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Retention. Wir sind 1999 aufgewacht und befinden uns in den Gemächern der Leopold-Gesellschaft. Oh, so ein nettes Wappen. Laufen wir mal schnell rüber. So, komm her. Oh, das war ja unnötig. Komm, mach mal. Dreckiges Biest. Du? Was machst du? Oh, diese Steuerung manchmal, die macht mich echt fertig. Nimm das. Was haben wir hier noch? Hier ist sicher auch wieder einer ums Eck. Ah, da. Hey? Komm, mein Freund. Boah. Oh, jetzt kommst du doch beide. Zur Hölle mit euch! Perfekt. Upsala. Tut mir leid. Keine Absicht. So, dann gehen wir hier mal vorsichtig hin. Okay, oder auch nicht. Wer ist was? Komm runter. Wenn du mich gehört hast. Jetzt kommt was. Ja, komm. Na, du Penner. Schnapp ihn dir. Gut. Gut gemacht, Christoph. Der kennt schon was. Wir heilen mal lieber eine Runde. Das gefällt mir nicht. Immer hier ins Eck. Komm mal her. Hey, komm. Ja. Ach, wie das blöd. Dumm. Wer ist das? Oh! Zur Hölle mit euch! Hab ich hier irgendwas nicht gesehen? Hier ist ein Kamin. Komm. Na? Bei dem hat man jetzt ganz gut diese Halskrause gesehen, finde ich. Oh, Soldaten, Mensch. Ja, ist gut. Weiche Blutsauger, zur Hölle mit dir! Zur Hölle mit euch! Oh, hauen doch um. Nimm das! Wo ist der andere Typ hin? Ist der hier? Komm. Hätte ich fast nicht gesehen. Nur fast. Gut. Geld habe ich eingesteckt. Hier ist auch noch Geld. Hervorragend. Hier war auch noch einer. Komm. Schnapp dir den. Blutsauger, zur Hölle mit dir! Oh, zwei mit Pfahl. Uncool, uncool. Ich sehe schon. Boah, das hätte so in die Hose gehen können. Alter, war das knapp. Komm ich da ran? Was ist das hier Schönes? Nee, da komme ich nicht ran. Okay. Das war mir aber jetzt eine Lehre. Deswegen
machen wir hier mal schnell eine Speicherung. Das war's. War aber nicht viel hier Schönes. Hallo. Oh. Ey, das ist doch eine Falle wieder hier. Egal. Zur Hölle mit euch! Siehst du, die Tür ist zugegangen. Oh Gott! Was ist jetzt? Ich kann es kaum erwarten, diese verdammten Kainiten in die Finger zu bekommen. Sie werden brennen wie Zunder. Ein bisschen Blut brauche ich. Hier ist wieder ein schöner Tagebucheintrag. Sehr gut. Okay, so. Wieder Blut wieder und jetzt gib ihm. Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Zur Hölle mit euch! So, und der da hinten ist zum Glück ziemlich dumm. Wartet auf mich. Umgelaufen. Was ist das? Nix. Oh, was ist das denn? Eine Hand. Okay, dann schauen wir uns das mal an, was hier steht. Ja, war klar. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Oktober 1999. Dammt. Die Chimiske haben uns von der Ausgrabungsstätte vertrieben. Sie haben die Hälfte meiner Männer auf dem Gewissen. Wir konnten gerade noch mit den Artefakten entkommen, die wir gefunden haben. Ich kann nicht glauben, dass der Herr diesen Hohn zulässt. Bruder Ignatius beharrt darauf, dass die Reliefsteine über den Ruinen eine Art Schutzzauber bilden und nach dem Fall von Schloss Vischerath dort angebracht wurden. Er fürchtet, die Chimiske könnten die Ruinen ungehindert plündern, wenn wir sie erst entfernt haben. Mir missfallen seine frommen Sprüche und ich vermisse ihn nicht sonderlich. Auch wenn er bei der Auffindung der Ruine sehr hilfreich war. Okay. Gut, weiter geht's. Ich wusste, dass das eine Falle war, weil die sich nicht rausbewegt haben, die Penner. Kleine Hinterhältigen. So, hier war ich ja auch schon. Also, gucken wir mal, was hier drin ist. Dann kann ich einmal so lang laufen. Oh, jetzt habe ich doch zwei geholt. Shit. Geil. Oh, drei! Das ist nicht toll. Komm. Sehr gut. Na? Also, ich habe gerade echt Schwein, dass das mit dieser Empfehlung nicht funktioniert so gut. Wir hätten jetzt schon ein paar Mal erwischen können. Komm mal, lauf rein. Hä, was mit dir? Finde ich okay, wenn du da so doof rumstehst. Rubinesamt nehme ich auf jeden Fall. Silberkette brauche ich nicht, was lege ich ab? So, jetzt kann ich. Genauigkeit. Also komm. Leg mal ab. Da auch die Munition hier, so. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Immer noch was? Mein Tagebucheintrag. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Gott gewährte mir die größte Gnade. Einen alten Vampir, schlafend, in tiefer Starre. Er ist ein blasphemischer Ketzer, der das rote Kreuz eines Kreuzzüglers trägt, um alles Heilige zu verspotten. Es ist mir eine Freude, eine solch teuflische Kreatur zu quälen. Ich habe ihn zu meinem Haus verfrachten lassen, wo ich ihn fesseln und mit frischem Plasma mästen werde.
Dann werde ich voll mit seinem Blut die Chimiske zur Strecke bringen, die es wagten, die Artefakte zu stehlen, die mein rechtmäßiges Eigentum sind. Ich weiß kaum etwas über sie, außer, dass sie eine beträchtliche Menge Erdreich dort ausgegraben haben, welches sie nach London transportierten und von dort aus nach New York, der diabolischen Heimat des Sabbat. Sie müssen etwas Größeres vorhaben, wenn sie so viel Heimaterde benötigen. Ah, er hat von mir geredet. Sehr schön. Oh, Diamantenarmband, das will ich eigentlich. Das gibt Geld. Okay, so, was legt man ab? Was legt man noch ab? Was legt man hier rein? Okay, New York ist das aber daheim. Alles klar. Wisst mal Bescheid. So, was haben wir hier noch? Was haben wir abgelegt? Ist nichts mehr, ne? Doch, natürlich ist hier noch was. Ist das? Herzen aus Stein. Weiß auch. Wir machen mal wieder eine kurze Speicherung. So, weiter geht's. Naja, war ja klar. Lasst euch mal was Besseres einfallen. Komm. Zur Hölle mit euch! Na? Okay, ist ja gut. Da ist noch einer, der hier blöd rumsteht. Komm. Wer ist das? Sehr schön. Der hat irgendwas fallen gelassen, was ist das? Silberarmband brauche ich nicht. Ach, das ist gar keine Tür. Ich dachte, das ist eine Tür. So, jetzt muss ich aufpassen. Genau deswegen. Oh, da habt ihr das gesehen? Hier steht irgendjemand. Ist nun Feuer auf meiner Haut! Deswegen nehmen wir nochmal hier kurz. Hey, 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 hey. Weil das sieht nach einem Gegner aus. Ist schon gesehen, mein Freund. Okay. Also. Kriegt er nochmal zwei, drei Schläge? Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut! So, was haben wir da? Bargeld. Also. Bin ich gespannt. Wer bist du? Hallo, dreckiger kleiner Kaini. Ich bin Bruder Leo Alatius und töte Blutsauger wie dich seit 200 Jahren. Ich habe kein Verlangen zu kämpfen. Gut, dann gib dein Blut kampflos auf. Es wird wunderbar in meine Sammlung passen. Frühe Generation, 12. Jahrhundert, 1140, eine Dekade mit guten Vitae-Jahrgängen. Ich möchte nur fort von diesem Ort, aber ich werde euch töten, wenn ich muss. Deine Zeit ist abgelaufen. Du passt nicht in diese Welt. Du hast niemanden, du bist niemand. Ich werde dich von diesem fremden Land der ewigen Einsamkeit und Leiden erlösen. Ich habe nicht 800 Jahre ausgeharrt, um durch euch zu sterben. Genau. Dann machen wir mal vorsichtshalber Seelenstärke und dann gib mal. Zurück in den Sarg, Kaini. Zur Hölle mit euch! Mit frischem Vitae versorgen. Vater Leopold nennt sich er. Zur Hölle mit euch! Komm, mach mal ein bisschen schneller. Zur Hölle mit euch! Oh, heilen schnell. Er hat das Seelenstärke gar nicht geklappt. Doch. Schneller schlagen, komm. Sage mal. Zur Hölle mit euch. Zur Hölle mit euch. Zur Hölle mit euch. Jetzt. Gleich geschafft. Ich wollte gerade ein Päuschen machen, der Trottel. Jetzt gehe ich hier auf Nummer sicher kurz.
So. Was hast du nun davon? Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Diese verdammten Chimiske sind schwer ausfindig zu machen, denn sie haben die kriminellen Giovanni beauftragt, die Spuren ihrer Transporte zu verschleiern. Doch fließt erst das Blut meines schlafenden Vampirs durch meine Adern, werde ich sie finden und den schlafenden Vukotlak zerschmettern. Und mit Vukotlaks Blut in meinen Adern habe ich die Kraft, alle Vampire zu vernichten. Natürlich meine ich nicht alle. Ich werde eine gut erhaltene Vampirschar gefangen halten, die mich mit Blut versorgt. Und ich muss alle anderen Vampirjäger vernichten, damit diese Schar nicht gefährdet wird. So erlange ich unendliches Leben, ohne den Fluch Kains auf mich zu laden. Das wird einige Zeit dauern, doch ich habe alle Zeit der Welt. Die ersten 300 Jahre meines Daseins werden ein Wimpernschlag sein. Verglichen mit meiner heiligen Herrschaft über die Erde. Morgen werden wir versuchen, ihn zu füttern, ohne ihn zu wecken. Okay, wer ist hier ein kleiner Psycho gewesen, wohlgemerkt? Nicht schlecht. So, machen wir hier das hier. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Also, der wollte, der hat, so wie ich das, oh, modifizierte Pistole. Was liegt mal weg? Revolver nicht hier die. Okay, die ist jetzt nicht besser, oder? Doch, man hat 5 Schaden mehr. Geschwindigkeit 75, 20. 75, 20. Also nur ein bisschen mehr Schaden. Naja. Ja, gut, dass wir den hier mal weggemacht haben. Der war schon leicht kaputt. Hab ich den schon geholt? Schade. Wer ist das? Oh, voll reingedampft. So. Oh! So hat er nichts gemacht. Golduhr brauche ich nicht. Hä? Okay, habe ich hier irgendwas übersehen? Irgendeinen Ausgang? Das ist komisch. Was ist denn hier? Finden Sie die Quelle der Lieferung? Ja. Ich muss erstmal hier irgendwie. Ach, warte mal, da war doch hier eine Tür. Mal schauen, ob ich da jetzt lang kann. Nee. Finden Sie die Quelle der Lieferung? Okay, sagt nichts. Wie komme ich her? Was ist das hier? Nee. Muss ich nochmal nach unten oder was? Okay, das ist jetzt komisch. Das ist jetzt komisch. Gefallen, machst den hier. Du bist nicht wirklich schneller, oder? Nee, doch. Es muss hier einen Weg rausgeben. Sehr witzig, sehr witzig. Hier haben wir Kamin. Hier haben wir sicher irgendein Buch oder so, oder? Nee. Hm.
noch mal Lumpen brauchen wir nicht. Ja. Was mache ich jetzt? Auch so ein dummes Gesicht. Hier ist nichts. Ist wirklich nichts. Und hier? Zack, nee. Dieses Porträt gefällt mir nicht. Sonst gehe ich mal ganz nach unten. Weil unten war ja auch irgendwo. Finden Sie die Quelle der Lieferung? Forschen Sie in London nach Hinweisen zur Erdlieferung in Prag? Ja, würde ich ja gerne, aber ich muss hier auch irgendwie rauskommen. Also, dann gehen wir halt mal komplett zurück. Wir haben ja jeden Raum hier schnell gehabt. Sind ja jetzt hier in dieser Wohnebene, hier im Sei. Ah, warte, da ist doch sicher eine Tür, wo ich rausgehen kann, oder? Oh, da nicht. Da hinten sehe ich aber auch was. Von wo bin ich gekommen? Dann bin ich doch hier auf dem richtigen Weg. Dieses Weglaufen, wie ich es hasse. Ja, aber klar. Kein Blut mehr so langsam. Oh, nein. Nicht kurz vorm Ziel. Aber das macht nicht so viel Schaden. Das ist okay. Fehlen ist echt ganz stark. So in die Hose gehen. Shit, jetzt kommt der andere Trottel. Komm, jetzt aber. Komm. Ach, so. Was ist das hier? Warte. Bleib doch mal stehen. Pistolenpatronen. Also dann, ah, geil, wir sind hier draußen. Nun ist mein Verstand am Ende. Ich bin durch den Schlaf verrückt geworden. Wenn ich nicht verrückt bin, dann ist es die Welt. Glastürme ragen über die höchsten Kathedralen hinaus. Stahlkarossen jagen durch die Straßen. Die gepflasterten römischen Straßen, über die ich einst als Kreuzritter schritt, sind nun ein einziges Band schwarzen Steins. Und diese Straßen sind mit nachtwandelnden Londonern überfüllt, die von der Gefahr der Vampire unter ihnen nichts ahnen. Sind sie durch die nächtlichen Phantomfackeln, die meine Augen schmerzen, mutig geworden? Meine Welt existiert nicht mehr. Und alles, was ich liebe, ist mit ihr untergegangen. Ja, das muss wirklich ein ziemlich heftiger Schock gewesen sein. Oder nicht gewesen. Muss ein ziemlicher Schock gewesen. Schon wieder sage ich gewesen. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.